Moin moin, grüßt euch Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Originallackfetischist. Wie ihr seht, habe ich es endlich geschafft und habe meine 76er S50 B1 endlich fertiggestellt. Bei diesem Fahrzeug kann man tatsächlich schon davon sprechen, auferstanden aus Ruinen. Und wie das Ganze vorher mal ausgesehen hat, das zeige ich euch genau in diesem Video. Diese 76er S50 habe ich vor ungefähr 5 Jahren in Einzelteilen bekommen. Also den Rahmen mit Herzkasten und Motor. Die restlichen Teile von dem Fahrzeug hier habe ich mir alle Stück für Stück zusammengesucht. Aber natürlich alle baujahrsgerecht. Also alle Sachen sind dann auch mit Baujahr 76 tatsächlich gestempelt. Die Blinker oder der Tank. Die Abziehbilder weisen ja auch schon darauf hin, dass es Baujahr 76 ist. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal auch schon ein, zwei Videos online, wo ich andere S50 mal etwas näher zeige, wo ich auch auf die ganzen feinen Details alle eingehe. Also wen das interessiert, der findet dort noch mehr Material. Baujahr 76 ist noch eins der ersten Baujahre der S50 und die ist natürlich gekennzeichnet mit vielen kleinen Details, die die späteren Baujahre dann nämlich nicht mehr hatten. Baujahr 76 hatte zum Beispiel noch die grauen Bautenzüge für Kupplung, Bremse, Choke, Gas und auch die Tachowelle war noch in grau ausgelegt. Die Griffe für Kupplung und Vorderbremse sind Baujahr 76 schon aus Plastik und nicht mehr aus Alu. Das Baujahr hat noch die offenen Griffgummis. Und da ist links und rechts hier so ein kleiner Plastikstopfen im Lenker drinne. Die neuen Griffgummis kamen ja dann erst Ende 78. Und da sind dann auch diese Stopfen im Lenker weggefallen. Der Lichtdurchmesser ist auch etwas vergrößert worden bei Baujahr 76 und es ist nicht mehr der kleinere wie bei 75. Die Speichen sind noch einfach gekreuzt. Im Vergleich zu beispielsweise 77, da sind dann schon die zweifach gekreuzte Variante rausgekommen. Man hat das Ganze hier nur ungefähr 3 Jahre, glaube ich, produziert, hat gemerkt, dass die Speichen dann ständig locker geworden sind und hat dann wieder auf die zweifach gekreuzte Variante zurückgestellt. Und wenn man hier mal schaut, an diesem Beispiel, hier sieht man schön, man hat einen Kreuzpunkt hier unten, da Speichen. Und wenn man mal mit einer anderen Felge vergleichen würde, da hätte man hier unten einen Kreuzpunkt und weiter oben nochmal einen. Und das ist dann in sich alles etwas stabiler. Bei der S50 B1 befindet sich die Zündspule jetzt schon unter dem Tank. Und ist nicht mehr innenliegend, wie bei Baujahr 75 oder allgemein den ganzen N-Modellen. Die N-Modelle der S50 hatten ja bis Baujahr 80, also bis Ende der S50-Produktion, stets die innenliegende Zündspule. Aber weil man dadurch öfters mal Wärmeprobleme bekommen hat, hat man das bei den anderen besseren Modellen hier, wie bei den B1 oder B2-Modellen, dann abgeändert und hat die Zündspule unter den Tank verlegt für eine bessere Kühlung. Bei der Sitzbank war ich etwas hin und her gerissen, welche nun wohl die richtige für Baujahr 76 wäre. Fakt ist, sie braucht noch den alten Halteriemen, der hier nämlich noch genäht ist. Das passt alles soweit. Und dann ist ja meistens der Aufdruck hinten das Entscheidende. Der hat sich ja von Baujahr zu Baujahr immer etwas geändert. Und Baujahr 75 beispielsweise hatte ja hinten überhaupt nichts auf der Sitzbank. Oder hatte dann nur den einfachen Simson-Schriftzug. Genauso wie man das eigentlich von Baujahr 76 die ganze Zeit kannte. Aber ich habe mir sagen lassen, Ende 76, da wo dann auch
unter anderem die B2 schon eingeführt wurde, hat man den Sitzbankbezug auf die Dreierraute umgeändert. Und hier habe ich jetzt schon diese Dreierraute verbaut. Das Blech ist halt noch grau. Hier unten findet man im besten Fall auch irgendwo die originale Sitzbank. Hier sieht man auch noch schön die originalen Kabelbinder. Ja, und ich habe halt hier eine Sitzbank mit Dreierraute verbaut, die halt Ende 76 gekommen sein soll. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich damit richtig liege oder ob hier noch der einfache Schriftzug dran gehören würde. Ich bin immer über Aufklärung dankbar. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich dieses Fahrzeug hier komplett aus Einzelteilen halt aufgebaut habe. Ich habe erst alles Stück für Stück zusammengesucht und dann komplettiert. Und zu guter Letzt habe ich sogar über Instagram noch einen originalen Kabelbaum von einer 76er angeboten bekommen, sodass tatsächlich jedes Kabel in diesem Fahrzeug original ist. Zündfunke kommt auch und ich wette, wenn ich jetzt Benzin hineinfüllen würde, würde das Fahrzeug bestimmt auch funktionieren. Aber zum Fahren habe ich jede Menge andere und die hier möchte ich gerne oben mit in meine Sammlung stellen zu den ganzen anderen S50 und da muss ich die jetzt gar nicht zum Leben erwecken. Wer mir über Instagram ja auch schon folgt, der hat ja den Aufbau dieser S50 hier auch Stück für Stück verfolgen können. Ich habe ja stets alle paar Tage ein neues Foto hochgeladen von meinen Fortschritten. Ich hatte eine Woche Urlaub und habe hier dann mal Hand angelegt und so ein Fahrzeug ist ja dann auch schnell zusammengesetzt, wenn man sich die ganzen Teile vorher schon besorgt und parat gelegt hat. Wir könnten eigentlich mal noch den Herzkasten öffnen und können mal hineinschauen und uns das originale Bordwerkzeug zusammen anschauen. Das Fahrzeug hat ja auch noch die originalen Schlösser. BAB. So, aber ich hätte gesagt, ich lege euch dazu vielleicht mal weg, oder? Wir gucken mal, nicht, dass alles hinausfällt. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Deswegen, bevor jetzt noch ein kleines Malheur passiert, habe ich euch mal kurz weggelegt. Hier im Inneren finden wir, wie gesagt, das originale Bordwerkzeug und den NAVA-Ersatz, also Glühlampenkasten für die Ersatzbirnen, die Leuchtmittel und halt das originale Bordwerkzeug. Das befindet sich noch in so einer Simson-Tasche und den Inhalt habe ich euch ja eigentlich auch schon öfters mal gezeigt. Die beiden Montiereisen, dann finden wir hier noch das originale Flickzeug mit der kleinen Messlehre drinne. Hier sehen wir dann die ganzen Maulschlüssel, drei Stück an der Zahl. Den Hakenschlüssel für die Krümmermutter, den großen Schraubendreher und hier unten ist dann auch noch der kleine Schraubendreher und der Zündkerzenstecker. Alles vorhanden. Das Schöne war dadurch, dass der Kabelbaum original ist, war der schon jahrelang vorgebogen, beziehungsweise hat er die Form sogar noch gehabt und ich brauchte ihn tatsächlich nur eins zu eins wieder ins Fahrzeug legen und anschließen. Und das fetzt natürlich dann. Bei Sahara Braun sind die Abziehbilder am Tank in Gelb ausgelegt
und nicht in Blau, wie man es von anderen Farben kennt. Das Typenschild der S50 ist noch oberhalb befestigt und nicht wie bei der S51 unterhalb. Und die S50 hat auch stets, das heißt stets, die ersten Jahre hatten die Blinkerkappen von vorne geschraubt. Im Detail gibt es da auch ganz viele Unterschiede, was den Aufdruck hier angeht. Baujahr 75 hat da einen anderen wie Baujahr 76 und 77 ist dann auch schon wieder etwas unterschiedlich. Was bei der S50 natürlich auch noch für ein paar interessante Details sind, und zwar diese Sozius-Streben hier hinten, die besitzen noch dieses kleine Verstärkungsblech. Das ist ja dann Ende oder Mitte 77 dann weggefallen. Genauso die ersten Baujahre, gut, das sieht man jetzt nicht, hatten hier unten im Obergurt noch nicht dieses, hier ist ein kleines Blech dann später eingespeist worden, weil die Obergurte gerne hier hinten gerissen sind. Und die frühen Modelle besitzen noch nicht dieses Verstärkungsblech im Obergurt. Genauso sind die Einschübe für den Herzkasten noch aus Metall gehalten. Ich glaube, Ende 78 oder so in der Drehe, 79, irgendwann muss das weggefallen sein. Ihr könnt es ja, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es genau wisst. Und, das habe ich euch auch gezeigt gehabt, hier unten, ne? Der Rahmen dort, wo der Fußrastenträger befestigt wurde, ist nochmal umgebürtelt oder umgekröpft. Ab Baujahr 77 gibt es das Ganze dann nicht mehr in diesem Maße. Und Baujahr 76, da ist auch noch die Tittenlampe hier vorne mit einer großen M8-Schraube befestigt. Kurze Zeit später wurden diese Lampen dann nur noch mit einer M6-Schraube befestigt. Und dann ist das Loch in der unteren Gabelbrücke natürlich auch nur in M6 ausgeführt. Das passt dann nämlich gar nicht. Das müsste man aufbohren, wenn man das untereinander vertauschen möchte. Und bei Baujahr 76 ist das Signalhorn nicht mehr aus Metall, wie es bei Baujahr 75 beispielsweise war. Das Profil der S50 waren stets die K30 von Pneumant und der Vergaser ein N1-8. So, ich denke, ich habe euch jetzt aber eigentlich alles von diesem Fahrzeug hier gezeigt. Wie gesagt, ich habe es ja Stück für Stück aus Einzelteilen wieder aufgebaut. Besitze ja schon zwei, drei 76er S50 und diese soll ich oder möchte ich gerne mit dazu stellen. Wenn euch mein kleines Video hier wieder gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und wenn ihr mich noch etwas unterstützen wollt und Bock auf ein paar coole Klamotten habt, dann schaut doch mal in meinen Shop vorbei. Ich würde mich freuen.